Investment. Da könnte es auch ein paar gute Sachen kommen. Sieht schon so aus. Kannst du uns noch was zeigen? Hast du was da, dass wir dich gleich daran binden können? Du hast einen Teilmanager und Temux in... Temux. Ja, zeig mal. Teilst du Temux? Ja. Ja. Sehr schön Config herzeigen. Good job. Genau. Bitte nimm das Mikrofon. Also Mikrofon. 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 So, in Mitte. Ich habe dazu keine Config, ich mache einfach nur Split Vertical, Split Horizontal und damit habe ich es fertig. Zeigen. Anstecken. So. Krass anstecken. Das Mikro? Ja. Auch? Genau. Ja. Und jetzt dann den Beamer noch? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Brauchst du den? Das würde mich sehr wundern, wenn das jetzt funktioniert. Im Internet geht das. Haben wir schon mal ausprobiert? Ja. Auf der Textkonsole? Ich habe keine X11 derzeit. Aber das ist, sind ja nur Texttools. Insofern, wozu brauche ich X11? Ich habe meine Meister gefunden gerade. Ich habe ja ein X11. Ich habe mein X11 kaputt bekommen. Wenn ich einen Browser brauche, dann schließlich will man ja auch mal. W3M? Vorn, was? W3M? Ja, aber ASCII-Porn ist irgendwie so unrealistisch. Mhm. Aber Star Wars kann man sich in ASCII anschauen. Ja. Ja, aber ist auch viel, aber das ging auch schon. Und davon auch nur einen Teil. Richtig. Ja. Gut. Gibt es da schon? Hat das ja, ich habe jetzt ich hab keine Self und auch kein Netzwerk. Das springt das Ganze gerade. Was hast du denn auf dieser Maschine? Naja, Software. Es sind keine Treiber für die Grafikkarte, keine für die WLAN-Karte. Na doch, Netzwerk über mein Handy funktioniert interessanterweise. Das habe ich irgendwann einmal unter GNOME im Network Manager eingerichtet und jetzt hat er sich's gemerkt. Und wenn ich das mobile Tethering aufdrehe auf mein Handy, dann funktioniert das nach wie vor. Das, so komme ich zumindest noch halbwegs ins Netzwerk. So. Jetzt natürlich die fiese Frage, welches System benutzt du? Es ist Jesse. Oh. Also die Testing und das, da haben sie GNOME gerade irgendwie derart kaputt gemacht, dass es gar nicht mehr starten will. Aber ihr könnt das vielleicht über Screener Connect machen. Ja, das könnte man schon machen. Wenn das Netzwerk funktionieren wird. Achso. Bitte, nee. Was geht denn da überhaupt? Also ich verwende. Die Dinge gehen noch. Also ja. Ich verwende als Textdings eigentlich nur mehr Temux und nicht mehr Screen, weil es mir eben so schöne Sachen erlaubt, wie eben da zu splitten, wenn ich irgendwas. Also ich sitze hinter dem, ich kann sehen, aber die Kamera kann es nicht sehen. Deswegen ja, das ist eben das Problem. Mhm. Aber die Kamera auf seinen Screen zoomen lassen und den Beamer bei der Kamera anstecken. Ah, ja. Das könnte man natürlich auch machen, aber da muss man die Kamera hin und her tragen. Oder jemand könnte seinen Laptop hernehmen. Kurz, damit er zeigen kann. Zum Beispiel ich. Also ab der dritten gemästeten Temux-Session wird es mühsam, sage ich dazu. Nee, das ist gar nicht so schwierig. Man kann ja genauso wie beim Screen verschiedene Command-Keys definieren. Oder einfach weiter messen. Ja, aber ich mache keine drei gemästeten Temux-Sessions. Für SSH verwende ich speziell, wenn ich jetzt mobil unterwegs bin, nicht mehr direkt SSH, sondern Mosh. Ich weiß nicht, ob das schon. Okay. Ja. Das ist recht angenehm. Mein IRC-Client ist Irsi. Zeigen. Da! Also Leute, wir müssen eine Lösung finden, dass die Leute, die hier gerade gelangweilt zuschauen, auch ja, nee, was können wir machen? Na, geht das Netzwerk? Temux Session scheren und aber warum nicht? Das Bild kommt wirklich nicht, muss man vielleicht nochmal einen Link anwerfen oder so etwas. Also du hast es jetzt verbunden oder hast du was aus, weil du der Meinung bist, dass es nicht funktioniert? Hm? Wo ist denn das Kabel gelandet? Hast du es reingesteckt? Ja, ja. Okay. Ich probiere es mal mit dem Reboot. Ein Reboot. Gut. Wie war das? Every Boot a Day? Keeps the up, Demery.
Achso, übrigens, oh, ich hatte vorhin gab es noch ein paar nette, die üblichen und die nicht so üblichen Sprüche beim Essen, bitte auch ins Textfeld hineinhauen. Ja, da, das oh. muss natürlich auch sein. Oh yeah! Ah, was passiert da? Ja, das wie gesagt, Testing. Das gehört so. Da ist das noch nicht ganz so. Das gehört so. Das muss so, ja. Ja, UDEF ist irgendwie komisch kaputt. Ja, für alle Leute, die mitgucken. UDEF. Für alle Leute, die jetzt Windows haben, das seht ihr nicht. Aber es passiert euch trotzdem. Man kann es auch verstecken, wenn man Plymouth installiert. Yay, so. Franzing habe ich ja ewig nicht gesehen, meine Herren. Genau, Login auf Textkonsole. Social. Oh. Ja, wenn man was Falsches eingibt, dann ja. War das nicht vom Andi Krennmeier? Genau. Jo, Grüße an Andi Krennmeier in Berlin jetzt mittlerweile. Haha, einen haben wir rübergeholt. Mhm. So. Jetzt geht's los. Ja, ich habe Netzwerk. In Deutschland wird immer Heise genommen. Ja. Legacy IP. Bitte nicht, ja. Nein, der hat nicht genug Uptime. Yay, ah, damit, ach übrigens, genau, so sieht also ein Key aus. Wie schön, wenn man das richtig macht, sieht er aus wie ein Blumentopf. Man muss ihn nur lang genug generieren. Ja, genau. Ja, das hilft halt, wenn man sich das merkt, dass man weiß, dass man sich zum richtigen Server connectet. Das weiß die SSHI, aber... So, ja. Wer kann mir jetzt sagen, wie ich mich zu dieser Detached Mosh Session connecte? Nicht. Okay. Das sagt er dir nur, weil du sie vielleicht killen willst, aber du kommst nie wieder drauf. Okay. Da. Gut. Da haben wir also die Zehe vor der Nase. Okay. Und auf der rechten Seite sehen Sie einen geteilten Bildschirm. Und jetzt wird's really weird. Was ist denn weird? Ah! Na ja dann. So. Jetzt, wie ging das mit dem Window verschieben? Ne? Da war was. Ich bin nur Rotate-Befehl. Ups. Ja, okay. Was ist jetzt passiert? Ich hab das SSH-Ding. So. So. Ja, und da gibt es halt so Kalender. Den kann man auch eben in Viertelstunden zoomen, statt nur stundenweise für die Übersicht. Wenn man da mehrere Sachen irgendwie eintragt, ist recht angenehm. Ich bin noch nicht so Power-User davon, aber ich will es mir zumindest mal näher anschauen. Es ist die Alternative dazu nennt sich PAL. Da sieht man eben, ja, zeigt da oben diverse Sachen an. Übersicht und drunter eben die ganzen Sachen mit Geburtstage und so habe ich da hauptsächlich eingetragen. Und ja, auch die Feiertage. Die lassen sich sowohl im PAL als auch in Wirt, auch mit Oster, also diese Osterverschiebbaren Tage eintragen. Das ist durchaus sehr, sehr nett und angenehm. Ja, übermorgen ist Gründonnerstag. Ja, mehr oder weniger. So wie der Montag blau ist, ne? Gut. Hast du den Finger nochmal, um so herzuzeigen, diese ASCII-Representation von deinen Keys? Und kann man da eigentlich auch irgendeinen KPG-Key von nehmen? Also wenn das in eine Datei packt oder so?
Wie, was meinst du zum Beispiel diesen hier, oder? Irgendein, ja, in dieser Representation von dem SSH-Key-Bild da, von dem Blumentopf. Nee. Nein? Sag mir, weiß ich gerade nicht, was du meinst. Also dein SSH-Key wird doch grafisch dargestellt. Achso, dein SSH. Ja. Ich habe geglaubt, das ist ein Key. Kannst du das anwenden auf einen Key von GPG, wenn du in eine Datei steckst, zum Beispiel? Nein. Nein? Oder? Finde ich, sollte man. Wenn du für GPG ein RSA Public Key hast und SSH Keycan minus groß B auf einen Public Key anwendest, müsstest du eigentlich ein Bubble Bubble davon machen. Bubble Bubble könnte die halt. Das ist ein Keycan mit einem Key-File, mit einem Public Key. Also ich sehe, wir haben eine Diskussion über Möglichkeiten, aber noch leider nichts zum... Aber der Public Key ändert sich ja in dem Sinne, mit jeder Signatur ändert sich dadurch auch das Bubble. Und es geht nicht um die Signatur, es geht um den Key. Einfach meine Datenmenge repräsentieren als nettes ASCII-Bild. Ja, aber also im Public Key stecken ja die ganzen Signaturen mit drin. Man kann da exportieren ohne Signaturen und Fingerprint im Prinzip jemals Daten, ja. Okay, aber wir können darüber spekulieren, wenn wir es nicht zum Herzeigen haben, haben wir nichts zum Herzeigen. Was gibt es denn noch so? Was benutzt du sonst noch so da in der T-Book-Session? Newsbeuter zum Beispiel, W3M, W3M. Ich habe es immer wieder versucht zu benutzen, aber ich komme damit nicht zurecht. Irgendwie, das liegt anscheinend an der Steuerung, die der Herr Stormwind da erfunden hat. Da ist jetzt keine URL drin, aber wenn man zum Beispiel ein simples Textfile hat, und da kommen irgendwo URLs drin vor, drückt man Doppelpunkt, dann hat man hier eine URL und dem Link kann man dann direkt auch folgen. Mit Doppelpunkt kann man eben jede URL, die in einem File, auch auf einer Webseite, manchmal sind ja URLs nicht verlinkt, sondern einfach nur normal ausgeschrieben mit Doppelpunkt. Ja. Man wandelt wieder rein, die dann in Links um und man kann denen dann auch folgen, ohne dass man es umständlich kopieren muss. Okay, das gefällt mir. Kannst du im Prinzip, was jetzt, wenn du jetzt aus dieser Seite alle URLs rausgrabst und an W3M fielst, dann hast du sie also alle hintereinander. So ein bisschen wie bei URL-View. Ist das richtig? Ja. Kannst du das mal probieren? Achso, ist noch jemand am Dokumentieren? Das wäre irgendwie ganz nett, weil ich mach's gerade nicht. Open all in new tab ist nicht präsent. Na, ich meine, wenn du direkt nach URL und nur Output für die URLs und das gibst du weiter in W3M, dass du nur die Liste der URLs hast, hintereinander weg, Zeile für Zeile? Wenn du eine URL-Liste hast, kannst du sie dementsprechend, also wenn du mehrere URLs angibst, zum Beispiel auf der Command-Line, dann macht er alle die hintereinander auf. Ja, wenn du jetzt grep sagst, grep http aus dieser Datei, die du hast. Ja. Das weiter nach W3M. Yay, okay. So. Wenn ich dann mit S kriege ich dann die Liste der Historie und da kann ich in dem Sinn so hin und her springen auch so jeden einzelnen und dann quasi ohne das, was ich schon geöffnet habe, zu schließen, ohne mit B zu, quasi wegzugehen zum vorherigen. Shift B wäre das. Damit schließe ich ja
das Fenster mit Shift D. Und wenn ich mit S eben diese Liste mir aufmache, kann ich da direkt woanders hinspringen und mir dort auch weitere Polls dann auch anschauen. Quasi, wenn ich eine Google-Suche offen habe, brauche ich nicht, kann ich damit die verschiedenen Einträge öffnen und ohne sie zu schließen, sie quasi für später zum Lesen noch offen zu haben, mit S dann eben zurück auf die Google-Suche und den nächsten Tab öffnen und damit mehrere Seiten offen halten. Okay. W3N mit auf die Liste. Kannst du jemand eintragen, das war ich? Also W3N hat sehr, sehr angenehme Features, die für mich dazu gemacht hat, dass ich mir als Standard-Pager eingestellt habe. Okay. Mhm. Ja, noch ein Tool? Was läuft in deiner Teamwork-Session sonst weiterhin? Matt, Izzy. Mhm. Izzy, hast du irgendwelche Plugins, die du da verwendest? Schauen wir mal. Da ist der Blumentopf wieder. List habe ich eingegeben, dann wird mir das alles angezeigt. Kannst du das so machen, dass es oben angezeigt wird? Weil ich mache es nochmal, dann rutscht das runter. Dann haben wir hier die Skripts, die ich so installiert habe. Okay. Dieses Easy Notifier ist recht angenehm, das schickt mir auf mein Android-Handy eben ein Notify für jedes Highlight im IRC. Ich habe das mal versucht zu installieren, das ist total schief gegangen. Ich hatte dann ein IRC-Extra-Tool, das sozusagen auf dem Android läuft und es hat mir die Batterie leer gesaugt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Notifier, leider können wir jetzt nicht sehen auf deinem Handy, wie es ausschaut, ja? Naja, nein, das kriegt man eher nicht auf dem Screen. Ich meine, ich kann es hochhalten, irgendwo habe ich da. Naja, ich glaube, ja, die Auflösung hier. Ich habe da zwei Highlights von einem Sven G. Jo, eh. Siehe Cux Titan Bands Kern / 15. Genau. Okay. Ja, sollte man natürlich besser mal irgendwie noch mit der extra Kamera zeigen. Was kann man denn direkt aber in dem Ding zeigen, auf dem Screen, damit die Leute, die zuschauen, das sehen können? Ja. Ach, ein Kenny. Query Resume. Mhm. Ja, es ist etwas unten rausgescrollt. Ja, was unten ist, können wir leider nicht sehen, das können wir auch nicht fixen, dann müsstest du das Fenster resizen oder eben so splitten, dass man das oben schaut. Stimmt. Machen wir so. Yay. Applaus. So. Ja, wie man sieht, ich habe da ein paar viele Fenster. Das geht da irgendwie bis 213. Ich glaube, das musst du kurz irgendwie highlighten, damit man, also weil nicht jeder, der hinter dir sitzt, das sieht, worauf du da sitzt. In hier sieht. Also die Activision. Genau, hier diese Activision geht hier bis 213. Ich glaube, es sind ein paar mehr. Ich bin etwas faul mit Queries wieder zumachen. Du hast übrigens gewonnen, bei mir geht das vielleicht mal bis zu 50 hoch, aber dann räume ich wieder auf. Assistenz. Ja, aber MetaLab ist im Fenster 46. Alt-Shift-Z. Genau, Alt-Shift-6. Hast du Go da drauf? Das hilft da auch. Nein, also ich habe die ersten 80 Fenster, habe ich Keybindings. Nein. Nein. Ja, ich habe eben mit Alt 1 bis 0 begonnen und dann hat man ja so 4 rein. Dann hat man eben die ersten 40 und dann bin ich drauf gekommen, Alt Shift funktioniert ja auch. Also hat man nochmal 40.
Wie lange hast du keine Video? Und das ist dann Masking Memory. Das funktioniert. Viel Spaß, wenn du auf ein Dvorak-Keyboard umschaltest nochmal. Wenn, dann eher Neo. Alles. Neo 2. Aber Dollar irgendwas anderes halt. Aber nee, ich komme damit recht gut zurecht. Aber das ist Bildschirmgefahr, nicht? Weil man immer für 50 Fenster noch einen weiteren Metra-Key braucht. Das geht so in Richtung EMACS, gell? Irgendwann steigt der Arm. In Ronda-Mut. Bei Google Docs gibt es so einen schönen Key-Binding, um sich die History einsagen zu lassen. Das ist Shift, Steuerung, Alt, G. Aha. Ja, also total innovativ. Du hast jetzt die Chance, das auf den IRC-Kanal raufzuschmeißen, damit es alle sehen kann. Leute, verwendet auch den Kanal, damit man da was sieht. So, ja, da. Ja. Da sieht man es ja. Und. Und Meta-Ö. Das Meta-Ö funktioniert übrigens nur im Debian-Paket, weil da ein gewisser Patch für UTF-8 Keybindings drin ist. Wer hat den wohl reingebracht, diesen Patch? Den. Da hat mich jemand im IRC-Channel angesprochen, ob ich den nicht ins Paket mit aufnehmen kann. Ja, was so sauber ist und nicht ganz, weil. Ja, in der Anzeige, da gibt es. Ja, das sind die zwei Charakter von UTF und. Ja, in der Anzeige ist da ein kleiner Fehler, das ist richtig. Aber er funktioniert in der Verwendung. Okay, welche weiteren Packages hast du noch dabei? So. Da waren noch ein paar. Wir wollten die Scripts nochmal durchgehen. Also ja, Ignorlog, falls sich jemand den Signor packt und mir irgendwer sagt, der hat doch irgendwas Interessantes gesagt, kann ich da nachschauen. Fnotify. Ah ja, das schreibt das Ganze, die Notify-Sachen in einen File und von dort kann man sich dann abholen per SSH-Forwarding und dann irgendwie so libnotify auf seinem Desktop anzeigen lassen. Query Resume, falls ich mal einen Query wirklich zumache und das wieder aufgeht, werden dort die letzten Zeilen angezeigt. Das ist bei einem Restart von IRC, was sehr selten passiert, aber doch bei einem Kernel-Upgrade oder so sich nicht umgehen lässt, macht das auch die ganzen von den regulären Channels, die letzten Zeilen, stellt es wieder dar. Anems, weiß ich nicht mehr genau, was das war. Split Long, ja, ist recht praktisch, weil es ja eine Zeichenbeschränkung gibt im IRC und das splittet, wenn man einfach so mal drauf los tippt und hin und her oder auch irgendwelche längeren Texte jemanden pasten will, splittet das dann auf mehrere Einzelzeilen auf. Flip Text macht folgendes hier. Hallo Metalab. Der Konsole-Font ist nicht ganz so toll, aber falls jemand UTF-8-Font für sich im IRC hat, dann wird das irgendwie so upside down dargestellt. Kenny macht ein. Oh mein Gott, den killt. Der killt Kenny. Bei mir wird es halt dementsprechend entschlüsselt, aber was die anderen sehen, was die anderen sehen, ist dieses hier. Ja, irgendwo hat's das mal so reine Nerd-Sache. Urlplot schreibt mir alle Urls, die in Channels irgendwie gedroppt werden, in ein extra Log und auch eine HTML-Datei, die ich dann direkt anschauen kann. Trackbar zeigt eben diese tolle Zeile an. Damit, falls jemand was schreibt, kann ich sehen, hier hat niemand was Neues geschrieben. Das war also die Position, wo ich zuletzt gelesen habe. Wenn ich jetzt aus dem
Fenster rausgehe und wieder rein, wird das dementsprechend nach unten gesetzt. Und wenn dann jetzt jemand was schreibt, schreibt er was? Na komm, Peppi, ich schreib was. Sag was. Was? Da gibt es jetzt eine Activity und wenn ich dort jetzt hinwechsle, sehe ich, genau, der Peppi hat was geschrieben. Ja, das ist halt, wenn man viele Fenster hat und Backlog lesen will, sehr, sehr praktisch, dieses Urlplot. Nein, Trackbar war es, genau. Topic Div, falls jemand im Topic was ändert, werden nur die Änderungen, die durch diese Vertical Bars getrennt sind, angezeigt. Also, falls da jemand eine weitere URL hinzufügt oder sonst irgendwie, dann wird das dementsprechend, kriegt man im Div-Style, was dazugekommen ist, beziehungsweise was gelöscht worden ist, recht übersichtlich angezeigt. Title würde im in einem Terminal den extern Title oben anzeigen. Auto-Whois. Falls mir jemand ein Query schreibt, wird automatisch auf die Person ein Whois ausgeführt, was recht praktisch ist, dass ich dann den Kontext habe, in welchem Kanal ich mit der Person gemeinsam bin, um herauszufinden, warum mich der oder diejenige jetzt persönlich angeschrieben hat. Join-Info ist in meinem Setup gerade irgendwie absolut unnütz. Ich würde nämlich den Real-Name, also den Irts-Name der Person zusätzlich anzeigen beim Joinen. Aber dass ich, da ich Joins und Parts ignoriere, weil es mir zu viel unnötiger Traffic im Kanal ist, habe ich es auf Ignore gesetzt. Ja, und Buff funktioniert, glaube ich, irgendwie im Zusammenhang mit Query Resume für Upgrades. Das ist da in dem Zusammenhang recht wichtig. Und du hast dein Easy immer lokal laufen und loggst dich ein, oder hast du irgendwann Bouncer laufen? Nein, ich habe es, also nicht lokal, sondern ich habe es am Server laufen und logge mich immer per SSH dort hinein. Auf dem Server, wo auch meine Mails drauf sind. Ja. Die ich dann am Handy mit K9 quasi vorfiltere. Da gehe ich nur grob drüber, sage Spam gelöscht oder interessiert mich nicht, gleich archiviert. Und am Server dann mit Matt schreibe ich dann tatsächlich die Mails. So, folgendes, ich werde jetzt die Kamera auf.